BVB, herzlich willkommen den beiden Trainer, Lucien Favre und Thorsten Lieberknecht. Lucien, ja, herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Bitte, Ihr Kommentar. Merci. Ja, wir haben sehr gut angefangen, mit viel Tempo gespielt und wir wollten so früh wie möglich ein Tor machen. Ja, und wir waren froh, dass wir schon 3-0 vor der Halbzeit gewinnen konnten. Und nachher, sie haben noch eine rote Karte gekriegt und nachher, wir wussten, wir haben große Chance zu gewinnen, das ist klar. Und wir haben das gut gemacht insgesamt. Ja, vielen Dank, Lucien. Merci. Thorsten Lieberknecht, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an das sehr verdiente Weiterkommen an den BVB. Wir haben den Spielverlauf gesehen. Die Entscheidungen, die da auch dazu geführt haben, waren letztendlich auch alle regelkonform. Der Elfmeter, den es gab, kann man geben. Die rote Karte eben halt auch. Und das macht so ein Spiel, was eh schon schwierig ist, wo ich schon am Anfang auch gesehen habe. Wir haben schon auch versucht, eben auch mal höher eben zu pressen und immer, wenn uns das gelungen ist, gerade am Anfang bis zu diesem Elfmeter-Tor, fand ich, haben wir da auch Stress ausüben können. Je tiefer wir uns dann haben stellen müssen, weil die Dortmunder sich dann in diese Position reingespielt haben, haben wir dann gesehen, ist individuelle Qualität dann natürlich sehr, sehr hoch und die technischen Fertigkeiten, aber ja, letztendlich der Spielverlauf sagt alles mit der roten Karte, mit den Gegentoren, die dann bis auf das, glaube ich, 2-0 durch Bellingham, das war natürlich super, super rausgespielt, aber vorausgegangen sind auch immer auch Fehler bei uns. Waren alle Tore daneben, ja. Elfmeter, ein direkter Freistoß, zweite Halbzeit, ein abgefälschter Freistoß, dann Freistoß, der schnell ausgeführt wird, wo wir nicht mitrechnen, das ärgert dann einen und so verlierst du dann halt 5-0. Für uns war wichtig, mit der Unterzahl halt auch richtig umzugehen und Moral zu zeigen. Ich hätte mir gewünscht, gerade in der Anfangsphase, dass wir schon auch mit Ball das eine oder andere besser und mutiger lösen. Ja, das sind die Ansätze für uns jetzt, aber ich glaube, die tiefe Analyse nach so einem Spiel, so wie der Spielverlauf war, die macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Sinn macht es, sich jetzt zu konzentrieren auf Samstag, auf unseren Ligastart, auf den Liga-Alltag und da müssen sich die Jungs jetzt wieder eben halt auch vorbereiten. Es gehört sich so dem Gast, dem BVB, alles Gute zu wünschen für die Saison, für den Saisonauftakt und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen dieses Jahr. Danke, Thorsten. Wir haben einige Fragen bekommen von den Medien. Lucien, fangen wir mit Ihnen an. Frage von Thomas Nowak, SED und Holger Schmidt, dpa, nach dem Debüt von Jude Bellingham, aber auch nach seinem Wechsel in der Halbzeit, ob das möglicherweise an der gelben Karte lag, die er bekommen hat. Natürlich. Er hat eine gelbe Karte gewonnen und er wollte nicht weiter mit ihm, weil er kann eine zweite gelbe Karte und das war logisch. Ja. Aber mit seinem Debüt waren Sie zufrieden, nehme ich an. Ja, aber wir kennen ihn seit Wochen trotzdem und er hat schon in mehreren Spielen ein paar, er hat gut gespielt und auch wir sind viel im Training. Und heute war er war gut, Beschleunigung, er kann defensiv auch sehr gut sein, aber ist nur 17. Ja. Eine Frage nach Thorgan Hazard, kommt von Jochen Tittmer von Spox, ein tolles Tor, ein toller Assist, er macht in jedem zweiten Spiel ein Tor oder ist an einem Tor beteiligt, was macht ihn so wertvoll? Ja, er hat eine Spezialposition gespielt als Linksverteidiger oder offensiv auf der linken Seite und er hat insgesamt das gut gemacht heute. Tobi Jören von den Ruhrnachrichten fragt, was hat Ihnen gut gefallen, was muss aber mit Blick auf den Bundesliga-Start gegen Gladbach vielleicht noch besser werden? Ja, wir haben noch keinen Blick auf Gladbach. Wir genießen diesen Sieg, weil es ist wir werden sehen morgen. Es ist klar, es ist ganz
etwas, es ist anders. Es ist die Meisterschaft, es ist ein Pokalspiel und die nächste Runde ist im Dezember. Wir haben von Zeit, darüber zu denken, aber natürlich, wir werden ab morgen auf Gladbach konzentrieren. Von demselben Kollegen kommt auch die Nachfrage nach den Verletzungen von Guerrero und Bürki. Wie geht es den beiden? Wann rechnen Sie wieder mit ihnen, denen wir natürlich auch gute Besserung wünschen? Das kann ich leider nicht wissen. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Daniel Teveleit von der FAZ fragt auch Sie, ob Sie Emre Can für die Saison fest in der Abwehrkette einplanen und er vielleicht nur noch in Ausnahmefällen auf der 6 spielen wird. Wir trainieren mehrere Systeme. Wir werden weiter so machen. Wir haben 4-2-3-1, 4-3-3 trainiert, 3-4-3, 3-5-2 heute Abend und wir werden sehen. Ich weiß noch nicht. Die letzte Frage an Sie kommt von Robin Haag, dann haben wir, glaube ich, alles mit drin. Statt Julian Brandt haben Sie sich im offensiven Mittelfeld für Gio Reyna entschieden. Was hat er, Reyna Brandt, momentan aktuell voraus? Ja, aber Reyna ist sehr, sehr gut und Bellingham ist sehr, sehr gut. Ja. Es gibt nur dazu Reus, kommt Renier, wir haben Haaland, so. Es gibt viele Möglichkeiten. Das waren die Fragen an Sie. Sie wollen nach Hause. Wir machen gleich noch kurz mit Thorsten weiter. Ihnen schon mal vielen Dank, Lucien Favre. Ja, c'est gentil. Merci. Und dann guten Heimweg. Tschüss, alles Gute. Ciao, merci. Und dann machen wir mit Thorsten weiter. Die Frage von Dirk Retzlaff, Thorsten. Was für Fingerzeige hat es heute möglicherweise in Richtung auf das Rostock-Spiel gegeben? Fingerzeige? Ja. Also wir haben uns heute jetzt erstmal auf Dortmund versucht vorzubereiten, einzustellen und die Jungs, die jetzt heute von Anfang an gespielt haben, wie ein Nico Brettschneider oder ein Sinan Kavaina, der in der Vorbereitung gegen Feyenoord Rotterdam, gegen Almelo Tor gemacht haben, die haben es einfach verdient, hier heute eben aufgrund ihrer Vorbereitung zu spielen. Für uns war es sehr, sehr schwierig, die Situation eben halt auch in diesen 6 Wochen Vorbereitung so zu analysieren, weil wir wussten, okay, wir haben viele Spieler, die später dazugekommen sind, die einen Fitnesslevel haben. Und das war jetzt erstmal heute das Spiel Dortmund, dass wir das bestreiten, den Jungs, die da von Anfang an gespielt haben. Für Rostock ist das, was ich mir wünsche, ist eben, dass wir in unserer Art, wie wir spielen wollen, was heute gegen einen übermächtigen Gegner nicht zu sehen war, nur phasenweise, aber auch ich fand schon, dass wir, wie gesagt, gerade am Anfang auch die Situation hatten, dass wir eben halt auch mal Stress ausgeübt haben, dass das überspielt wird, das ist auch klar, dass wir da einfach an der Idee festhalten und die Jungs dort mit diesem heutigen Tag auch nicht den Glauben verlieren, weil nochmal, das Spiel haben wir alle gesehen, es war hochverdient verloren, aber unglücklich in dem Verlauf, wenn es normal ausgegangen wäre, wissen wir auch nicht, ob wir gewonnen hätten, aber Fingerzeige ist so, dass die Jungs, die jetzt für Samstag für den Kader gewählt haben, die müssen am Samstag eben brennen und müssen den Ligastart eben erfolgreich absolvieren wollen. Fabian Klein-Kestoppel vom Reviersport fragt, wie es war, mal wieder vor Zuschauern zu spielen, auch wenn es nur 100 oder 300 waren und wie das vielleicht in Rostock wird, wo deutlich mehr da sein werden. Ja, mir wäre es lieber gewesen, hier wäre das Stadion ausverkauft gewesen. Ich glaube, dass die da waren, haben sich gefreut, haben auch dann im Anschluss natürlich auch, haben sie alle gesehen, wie das Spiel gelaufen ist, haben alle gesehen, dass wir keine Chance hatten, haben sich dann trotzdem eben halt auch, denke ich, der Mannschaft eben mit dem Applaus auch diesen Tag eben so beendet, dass man sagt, okay, man hat alles
gesehen, respektvoll gesehen und hat die Niederlage eingeschätzt. Auf der anderen Seite hat man gestern Magdeburg gesehen, hat man heute Dresden mitbekommen, hat man Rostock gesehen, Stuttgart. Die Emotionalität heute, die hat auch, weil Borussia Dortmund eben und dieser Spielverlauf es so mitgegeben hat, die Emotionalität an so einem Tag, die hat komplett gefehlt, eben halt auch von den Rängen vielleicht, dass da so ein dieser Moment kommt, das Pokalfight. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir eben halt auch hier nicht nur 300 Zuschauer haben, wobei da ja auch noch aufgeteilt ist, sondern dass wir hier auch mal wieder unsere Fans, unsere Kurve, dass die eben halt auch mal wieder im Stadion sind. Das wünsche ich mir für das, was dann danach kommt. Für uns wird es jetzt so sein, dass wir uns auch auf Rostock dann auch auf diese Atmosphäre dann eben halt auch einstellen müssen. Ich glaube, die Stuttgarter waren gestern, so was ich gelesen habe, überrascht. Wir wollen uns dementsprechend dort auch vorbereiten, dass das eine andere Atmosphäre ist, als das, was wir jetzt in den letzten Wochen da in leeren Stadien dann vorgefunden haben. Fabian Klein-Gestoppel fragt auch nochmal in Richtung Rostock, ob wir bei uns mit einer ähnlichen Viererkette rechnen können oder gibt es möglicherweise noch ein Duell zwischen Volkmar und Schmidt? Also die Thematik ist so, es gibt Gründe, warum ich mich heute jetzt für die Jungs entschieden habe, die drauf sind. Ich habe gerade gesprochen, dass wir unterschiedliche Situationen hatten, wie die Jungs jetzt zu uns gekommen sind. Dann gibt es noch andere Thematiken, die dazu führen, ob ein Spieler jetzt heute Berücksichtigung hat oder nicht. Ein Dommel Schmidt wurde von mir ganz klar mit ins Boot geholt, weil er eine tragende Stütze werden soll dieser Mannschaft. Warum er nicht gespielt hat, weil er eben halt auch sehr stressige Tage hinter sich hat. Es ist einfach so, du kommst an, dann musst du die Dinge drumherum erledigen und deine Familie ist nicht da. Und dann kommt halt auch die Situation dazu, dass man wenig Trainingseinheiten hat. Und das betrifft aber nicht nur die vierer Abwehrkette, es betrifft eben halt auch davor die Jungs, ja, die jetzt ein Max Janssen, der eine Verletzung hatte, ein Leroy Mickels, der kein Trainingslager mitmachen konnte, der fast die komplette Vorbereitung gefehlt hatte. Das sind alles Jungs, die müssen wir jetzt erstmal wieder dranbringen. Und so entscheide ich dann jetzt erstmal halt auch werde ich für das Wochenende entscheiden. Fakt ist, wir müssen die Jungs immer schneller dranbringen, um dann eine Auswahl zu haben. Und die Auswahl ist da in der Viererkette, die Auswahl ist da in dem, was davor eben halt auch stattfindet. Im Anschluss daran und noch zum Abschluss die Frage von Joachim Droll, wie geht's Stoppel? Stoppel muss man abwarten. Ich hatte jetzt vorhin mit den Ärzten gesprochen und da ist es so, dass eine Verschlimmerung in einem bestimmten Wert eben dazugekommen ist, mit dem man jetzt momentan, wo man sehr überrascht war, weil das eben in diesen vorhergehenden Untersuchungen des Blutbildes eben nicht zu sehen war. Und jetzt hat man da einen Wert gesehen, der jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist. Und es wird wohl so sein, dass Stoppel stationär jetzt im Krankenhaus, das ist jetzt meine Info, können wir nochmal nachreichen, dann stationär im Krankenhaus dann aufgenommen wird, um ihn halt täglich da halt auch zu überwachen. Also es hört sich eher jetzt erstmal längerfristig an, bis man da die richtige Diagnose gefunden hat. Also kurzum, es geht ihm nicht gut. Danke Thorsten, gute Besserung an Stoppel. Vielen Dank Thorsten auch für deine Geduld bei den Fragen und Antworten von Lucien. Viel Erfolg uns allen am Samstag zum Ligastart. Danke. Schönen Abend noch, danke.